Ja, hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei den Eierdieben auf Scorched Earth. Wir sind in der Wüste, haben uns schon Geschütze aufgebaut und sind jetzt auf der Jagd nach einem Alpha-Wyvern, denn wir brauchen Milch für unsere Babys. Mit dabei sind Palain Hallo zusammen, habt unser Opfer schon im Auge. und Guzman, der jetzt die letzten Vorbereitungen trifft. Genau, ich schalte jetzt die Geschütze um auf Gasbetrieb, also sprich auf Spritbetrieb. Ja, und dann könnten wir sie jetzt eigentlich in. Wo ist, oh Gott, wo ist Florence? Komm mal sofort hierher. Ich glaub, bei dir hackt's. Du, also Vogel, 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 Vogel. Das gibt's ja wohl nicht. Setz dich da hin und bleib da sitzen. So. Mal kurz schimpfen. Kann's wieder. So, ich schalte es jetzt ein. Sehr witzig. Dazu muss ich ins Venturi. So, die haben 200 Schuss jede. Und die sollen uns unterstützen beim Töten des Alpha-Wyverns. Wir werden also gucken, dass wir mit den Pteranodons den weiblichen Alpha-Wyvern angreifen. So, dann komme ich jetzt zu dir, hoffe ich. Also du sagst nach links. Richtung, ja genau, Richtung Brücke. Ja. Bleibe ich jetzt hier Liegt sitzen? über der Wüste. Wir sind gleich wieder da. Ah, wir sind gleich wieder da, genau. Und ich mache dann was? Schreien und weglaufen. Nö, im Zweifelsfall könntest du. Ich hab ihn auch, ich sehe ihn auch. Was könnte ich? Je nach Bedarf kannst du uns dann unterstützen, aber das müssen wir halt gucken. Nach Bedarf schreien und So, weglaufen. über uns siehst du Ja, ihn? ich sehe ihn auch, ja. Na, dann greift man an. Oi, oi, oi. Ich guck, dass das hier frei bleibt auch, ne? Nicht irgendwelche Viecher hier. Okay. Oh Gott. Dann gleich in Richtung. Jo. Gar keine Experimente. Denn dafür haben So. wir sehr mitgebracht. In freudiger Erwartung sitze ich hier und harre der Dinge, Willkommen, die da. wir kommen. Oh Gott. Oh, ist gleich hinter uns. Ei, ei, ei. Oh Gott. Schnell weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Warum schießt das nicht? Jetzt schießt's. Warum bin ich abgestiegen, ich Depp? Weil du eh gedrückt hast, das war's schon. Ja. Oh Jawohl, Mann. und wir landen. Zack, zack, Vorsicht, zack, zack. die blöden Schlangen hier. Wo? Schlangen! Ja, kann ich mal. Hier ist die Tasche vom Alpha. Ja. Hier ist sie, hier ist sie, hier ist sie. Ich bin auf dem Weg dahin, ich bin auf dem Weg. Okay. Ah, Okay, ihr habt. Moment. Milk und Transfer all Items. So, okay. Ist drin. Wunderbar, ja. Haben wir noch ein Alpha? Brauchen wir nicht. Alles gut. Oder Ja, wollen wir also noch einen? wir haben jetzt hier gerade echt. Wo ist das Zelt? Was abgebaut? Kann sein, dass das draufgegangen ist. Ja, also wir haben ja hier noch Geschütze ohne Ende, gell? Also wir könnten jetzt noch. Wie viel ist da noch drin? Was ist denn hier los? Steht Moment. runter, wenn du drauf guckst. Wenn die noch laufen. Ja, die haben gerade 25 Schuss. Oh Gott. Ja, ich sah ja, die Drachen sind empfindlich dagegen. Meine Rede. Wogegen? Gegen die Geschütze. Ja, wenn wir den anderen noch schnell finden, dann klar. Der war zumindest gesehen auch in der Richtung. Ja, dann gucken wir, ob wir den kriegen.
Und Soll ich hier die Geschütze bewachen oder was soll ich machen? ist am einfachsten, denke ich mir. Ja, vielleicht sehen, dass nicht viele Tiere in die Schussnähe kommen und zerlegt werden. Ja. Sonst ist nämlich die Muni im Sack. Beziehungsweise im falschen Tier. Warte mal langsam. Ich hatte ihn hier auf dieser Höhe irgendwo gesehen. Mal sein, dass wir mal nach unten. Ah, ne, warte mal, der ist Richtung Inland geflogen. Schau mal hier hoch. Werde ich ihn Hier sehen. rechts, ist er das? Das kann ja sein. Das ist er. Wunderbar. Ja, sehr geil. Ja, mal gucken, ob wir den kriegen. Kriegt ihr. Ich glaube an euch. Jetzt bin ich nicht mehr so ängstlich. Ist oder hat er mehr Level? Er hat ein paar Level mehr, aber auch nur 25. Okay, wir haben ihn. Jo. Er ist angefressen. Ja. Oh, wie geil. Also, es gibt doch Milch satt. Ja, aber hallo. Da muss ich noch ein paar von den Schränken bauen. Er ist noch dran. Boah, der ist schnell. Ihr kommt. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Da ist er. Jo. Wo? Ach hey, wo ist denn der hin? Tot. Tot. Hier ist die Tasche. War echt ein Witz. Okay. Hier bin ich. Okay. Hey, gut, das war doch ein Erfolg. Das war geil. Die Geschütze legen hier alles um. Geil. Wie viel Milch haben wir denn gekriegt? Jetzt haben wir 100. Boah, das ist doch geil. Reicht das für unsere Babys? Ja. Ich denke Ja? schon. Ja. Sehr geil. Hier mit, oh, mit Twitch los, ey. Das war schon wieder offline. Okay. Okay. Dann wäre ich hier zum Laden. Moment. Black Hole, nein, wenn man den Alpha-Wyvern tötet, dann bekommt man die Milch vom Alpha-Wyvern. Wenn man allerdings einen normalen Wyvern tötet, bekommt man nichts. Den muss man betäuben. Und Guzman, wie war das? Betäuben und betäuben lassen oder betäuben und sich eben die Milch holen und dann. Also betäuben und aufwachen lassen und danach 2 Stunden später hat er wieder Milch. Also Genau. betäuben, Milch raus und Genau. aufwachen, kriegt der Milch. Betäuben, Milch raus. Und das vor allen Dingen muss das schnell gehen, weil die werden sofort wieder wach. Okay. Genau. Und die alten, nur die Alpha-Wyverns, die mit diesem wunderschönen Schein drumrum, die haben eben diese, naja, 50 Milch, ne, jetzt an Bord gehabt. Genau. Ja. Ja. Und in beiden So. Fällen natürlich nur Weibchen, das ist klar. Ja. Ja, klar. So, wir Hier gerade quasi die beiden Gipfel hier, die du in der Mitte siehst, und links dran vorbei. Oh, ich hab wieder Puls. Ja, die Temperatur ist nichts für mich. Ja, jetzt macht das hier vor allen Dingen ich jetzt gerade, ne, zwischen Danke, den Black Tramen Hole. durch. Tschüss. Schönen Abend an dich auch. Danke fürs Zuschauen. Oh. Ja, Black Hole. Gute Nacht, einen schönen Abend, schlaf gut. Oh Gott, hier ist ein Drache. Oh Gott. Hier sind überall Nee, Drachen nein, drin. also ich habe ja hier das Wertvollste überhaupt an Bord. Ja, nicht Ich sterben.
Ja, Peng, ups, dort, alles umsonst. Nochmal von vorne. Scheibenklasse. Vor allem hat sie die ganze Munition. Ja, genau, so. Und jetzt habe ich jetzt den jetzt abge... Sind die alle weg? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt hab ich Puls. Ich will hier weg. Ich will nach Hause. Hier ist noch so ein schöner Adler. Nach Hause. Du fliegst gerade dran vorbei. Du bist gerade drüber geflogen. Ja, ich will auch heim. Ich, wie gesagt. I understand. Auf dem Weg. So, jetzt haben wir die ganzen Wivern schocklich gemacht. Ja. Ich glaube, das nächste, was wir machen müssen, ist hier Geschütze aufbauen. Ja, und zwar hier oben. Am besten kommst du hier hoch auf diesen mittleren Pfeiler. Und da bauen wir sie gerade mal auf. Oh Gott. Ja, die ist mir zu schnell hier, die. Die Florence? Ja, ich muss mich da dran gewöhnen hier. Florence und Kurt, die sind ganz schöne. Ganz schön. Ganz schön flott, gell? Ja. Ja. Das so gerade im Greifen und so, ne? Wenn du dann so Tiffy hast, die ja gar nicht irgendwie. Ne? Das ist ja Lehrling praktisch. Tiffy habe ich ja nur genommen, weil sie hübsch war, nicht weil sie gelevelt ist. Ja. Wollt mal testen, so wie die Dauer ist, bis man so einen Adler brauchbar gelevelt hat. Gut, du kannst verschwinden. So rüde hätte ich das im Leben nicht ausgedrückt. Genau, sag doch einfach, mach das sofort. Hau ab. Und dann sofort? Guck doch, ob du sie in diese Dings kriegst. Was? Ob du die Milch in diese Boxen kriegst. Milchbox, Box, Milch. Die Eisboxen, wo du schon nach der anderen Milch geguckt hast. Ich häng mich gerade auf. Okay. Auch gut. Ich muss gerade mal ganz schnell, zack, 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 Schluck trinken. Trink. Ah, hier, das sind die Eisboxen. So, was sind die Eisboxen? Ah ja, das hier. Diese Holz, genau. Die wieder nicht reagieren? Ah ja. Gut, die eine ist schon voll. Ja. Die ist auch voll. Da ist irgendwie Schleim drin oder so. Polymer ist das. Ja, solche. Die sind voll. Da müssen wir welche bauen. In der Almhütte. Kann man die bauen? Almhütte. Also ich nehme jetzt schon mal 20 raus und tue die darüber. Wie 20 raus? Wie? Wie geil! In den beiden Alpha-Drachen waren Vivern Glove Skins. Ja. Cool. Ich habe zweimal. Also wer nicht hat. Ich habe auch zwei gekriegt. Habt ihr die Trophäe auch gekriegt? Nö. Den Kopf? Nö. Den wird jemand von euch genommen haben, weil ich war nicht an den Taschen. Achso, ja, wenn er in den Taschen war, dann hab ich ihn. Ich hab nämlich zweimal Kopf. Ja gut, dann. Wie cool. Muss ich diese Eisbox erst lernen oder bin ich in der falschen Hütte? Nee, eigentlich kannst du die gleich machen. Falschen Almhütte. Nee, eigentlich gibt's nur eine Hütte. Okay. Und das Skeleton. Hey, ich bin so scharf darauf, die Drachenbabys groß zu ziehen. Small Storage, Icebox, okay. So, 5 Stacks kann ich noch unterbringen. Stelle ich die auch da drüben auf, ich guck mal, wo da noch Platz ist. Hier ist noch genau direkt nebendran noch Platz für genau einen. Okay.
Nee. Glaube ich. Looks like. Ja, einen könntest du hier noch hinkriegen. Vielleicht sogar zwei. Ich bin mir nicht so sicher, aber versuch's doch mal. Ich stehe dir im Weg. Ja. Ja. Dekoratives Rumstellen. Ist das cool? Ich hab Handschuhe. Ist das cool? Ist das cool oder ist das cool? Irgendwie. 102 da. Guck mal, kannst du ja nichts Boah, wie reintun. geil. Guck mich mal an hier. Mit meinen Oh, Hand. schick. Oder? Das sieht gut aus. Schicki, schicki. Schick. Da, guck mal, ich habe zwei noch hingestellt. Dafür, dass ich auf dem Adler gesessen und darauf gewartet habe, dass was passiert. Schick, schick. So, okay. In Florence ist das Zeug drin. Welches Zeug? All die gute Milch. Drachenmumu. Ups. Wieso habe ich Prime? Ah, ja. Jetzt weiß ich, warum ich Prime habe. Weil du einen Wyvern gekillt hast. Ja. Ich bin ja mal so scharf auf diese Drachenbabys. Oh ja. Oder? Die sind bestimmt voll süß. Wir haben sie eigentlich noch nicht mal so sehr gefangen, gell? Also, Ja, also ich meine, die Geschütze haben ja ruckzuck mit denen aufgeräumt. ja, gut, das ist. Kannst dir vorstellen, was 30 von diesen Geschützen mit dem. Also ich meine, da schießt jedes nur ein einziges Mal auf den Alpha und dann ist es gut. Aber Ja. wir hatten mit der Community hat man Alpha, also diesen Dodo Wyvern, den es so Halloween gab. Das habe ich gesehen, das Video, ja. Das war geil. Das war so Ja. geil. Wir haben also wirklich mit allem draufgeholzt, was da war. Ich glaube 15, 20 Mann. Also mit Drachen und mit Gewehren und mit den Geschützen und mit Granatwerfern, Ja. Raketenwerfern. Ja, das war Das richtig war. schön. Aber es hat eine Weile gedauert, gell? Ja, das. Ich habe auch noch Prime mit, ich mache auch noch gerade hier drauf. So, der erste Eisschrank von Palen ist voll. Ja, das müssten im Prinzip müssen beide voll werden. Schon mal, ich habe noch zwei gemacht, die können wir falls noch aufstellen, wenn es nicht langt. Er ist halt blöd, es ist immer 45, aber ich hatte ja schon 20 in einen reingesteckt. Nicht die Handschuhe. Mensch. Wieder die Handschuhe. So. Wunderbar. Und ist voll und Florence ist entleert. Ist da untergebracht, ja? Ja. Wunderbar. Ja, herrlich. Das war doch mal ein erfolgreicher Abzug. Ja, also muss ich wirklich sagen, ich bin. Gut Eier Also abgegriffen, finde ich hätte im Leben nicht angenommen, dass es so gut läuft. Ja, Wahnsinn. Auch mit mehr Stress gerechnet. Ja, also ich hätte mindestens einem oder zwei Toten gerechnet und. Also das ist. Die Geschütze sind schon geil, also die
Ist kurz ein Prozess gemacht. Ich meine, natürlich, ne? Das ist nicht besonders weitmännisch. Das ist wie mit dem MG auf Schweine zu schießen, ja? Ja, aber wenn das Schwein dich angreift. Ja, das schmeißt mal Spaß. Ja, das ist. Ich würde dasselbe tun, wenn es an MG hätte. Das hängt dran. Es würde zurückschießen, meinst du? Ja. Wenn es auch ein MG hätte. Genau. So, jetzt mal hier mein Gammelfleisch loswerden. Ja, was so ein richtiges Frontschwein ist. Genau. So, da sind wir hier mein Agentavis-Ei loswerden. Das ich die ganze Zeit mit mir rumschlepp. So, was hat Florence jetzt hier noch einstecken, was er nicht braucht? Ei. Eier? Ja? Nee, Fleisch. Die hat ja noch abgegriffen, ohne Ende. Die hat ja hier Rezepte drin und Zeug. Ein Bärchen und da ist noch der Mantra-Sattel drin. Den kannst du raus tun. Hier gibt's einen Schrank, wo die Sattel rein können. Ist recht. Soll ich dir das Fleisch rausnehmen, das gekochte, oder? Wo? Aus Florence. Boah. Wie viel ist denn drin? 6. Ah ja, lass es drin. Okay, dann bringe ich sie jetzt erstmal wieder an ihren Platz. Zu ihren Geschwistern. Nee, da solltest du nicht landen, meine Liebe. Eieiei, ich kann kein Vogel fliegen mehr hier. Oh Mensch, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn heute los? Muss vielleicht erst noch mal ein paar Stunden auf der Motte nehmen. Aber wirklich ein paar Mottenstunden? Ja. Jetzt aber. Ha! Na, ihr Mädels. Und Kurt hat's auch überlebt. Das freut mich richtig. Weil bei Kurt hatte ich eigentlich irgendwie mit seinem Ableben gerechnet. Ja, ja, nee, aber klar. Kurt ist ja der Papa von Nelly, ne? Oh. Und Nelly ist ja schon halbweise. Dank, Ja gut, Indiana Jones wäre fast draufgegangen, also. Als ich das Wyvern-Ei abgegriffen habe, das von dem Lightning, dem Hochleveligen, da war ich runter 25% und gedacht, da komme ich nie mehr raus. Ja, also ganz ohne ist es nicht. Also das, nee. Also wir hatten streckenweise schlichtweg Glück. Ach, stimmt ja auch. Oder man muss sagen, also es ist auch proppevoll mit Drachen da hinten. Ja, dann müssen wir uns mal überlegen, welche mal zuerst aufziehen von den lieben Kleinen. Ich nehme ein Low Level, ich habe ja nicht so viel gemacht. Ja, was haben wir denn hier? Also ich würde sagen, auf jeden Fall, ihr sucht euch von den Eiern, die ihr geklaut habt, halt einfach aus, welches ihr haben wollt. Der es geklaut hat, der kriegt's auch. Würde ich vorschlagen. Warte mal, ich hab noch einen. Und was ihr dann verteilen wollt, könnt ihr dann verteilen. Also es gibt's mal hier ein Level 55 Feuer, ein Level 15 Feuer, ein Level 50 Blitz, Level 15 Blitz, Level 135 Blitz und Level 15 Feuer. Ja, die Feuerdinger sind alle nicht so hoch.
Ja, dann musst du da mal ein paar Mal Dracheneier mitklauen gehen, dann sind die gelevelt. Wir sagen auf jeden Fall den 135er Blitz. Geht mal raus. So. Wo packe ich das dann am besten hier an die Kühe? Moment, 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 Moment. Oder? Ja. Genie. Guck doch jetzt gleich, falls ich jemals da ankomme. So. Da müsste eigentlich immer diese Baywatch-Musik spielen, wenn einer so überladen ist. Ja, genau. So, und jetzt guck nochmal in den Eierschrank. Hi. Ui, Level 95 und Level 20. Cool. Ui, 180. Ja. Den sollten wir auf jeden Fall mitbrüten. Alter Verwalter. Ja, ich würde aber sagen, wir nehmen ein Low-Level zum Testen erstmal. Wir haben doch hier einen 15er Low-Level-Blitz. Ja. Wir müssen doch mit dem. Genau, und das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Genau. Naja, anbrüten können wir sie. Ausbrüten können wir sie nicht. Weil momentan ist die Imprintzeit auf 20 Minuten runter. Wenn wir das machen, reicht unsere Milch nicht hin. Okay. Wo hast du sie denn hingelegt, die Eier? Auch gar nicht, ich hab sie einstecken. Okay. Hier sind drei Klimaanlagen nebeneinander hier. Oder beziehungsweise vier neben dem Futterdruck. Dann würde ich sagen. Lassen wir sie gerade mal fallen und das ist doch ein schönes Endbild sozusagen dann. Wo habt ihr die fallen gelassen? Warte, Futterdruck. Eieieiei. Ei, und noch ein Ei gibt ein Omelett. Guckt euch das an! Dicke Dinger hier. Mann, haben wir dicke Eier. Aber. Und so asymmetrisch. Warte mal, ich spring mal in den Futterdruck hier. Und das lasse ich mir doch gefallen hier. Drei große Dracheneier. Ja gut, ich leg mal von den anderen noch welche dazu. Ja, komm, jetzt wie mal anbrüten. Schön. Weil anbrüten können wir die ruhig auch schon. Na ja, klar. Was gebrütet ist, ist gebrütet. Unsere ersten Dracheneier. Ah, geil, da freue ich mich drauf. Ich mich auch. Und wie sind die schön. Die blauen sind auch echt toll, ne? Ich finde, die sehen auch richtig klasse aus, ja. Schön gemacht. Es würde mich, weißt du, jetzt... Naja, komm, wir wollen mal bescheiden sein, aber eigentlich würde es mich jetzt wirklich mal interessieren, wie das Grüne da aussieht. Ja. Ja, ein Preußenbaum haben wir auch. Ja, auf jeden Fall, aber das war halt diesmal nicht drin, ne? Das ja, ist... Halt erst auch mal nachspawnen und dann... Das ist halt einfach... Ich glaube, das ist eine ganz tolle Ausbeute, die wir hier haben. Wenn meine Spikes nicht im Weg wären hier, ja, mein Bauchnabel-Piercing, dann wäre das auch echt ein ganz geiles Bild. Ganz Körper-Piercing. Ja, aber wirklich. Ich stehe ja nur noch aus Piercing. Also, so wunderschöne Eier. Uiuiui, eieiei. Schaut euch unsere dicken Eier an. Wir haben die dicksten Eier. Yeah. Klasse. Ah, gefällt mir. Sehr schön. Richtig gut. So, und wir haben gesagt, ne? Also das ist quasi. Ja, das. Ja, damit mit diesem Bild. Kann Genie uns absagen, sozusagen. Ja, schaut euch unsere Eier an. Ostern ist noch nicht, aber bei uns schon. Und ja, wir freuen uns auf unsere Drachenbabys. Bleibt uns erhalten. Wir werden in Kürze brüten und dann werden wir schauen, was dabei rauskommt. Ja. Es verabschieden sich Guzman. Ja, mit dem wunderbaren Blick hier über die Eier. Ja. Bis zum nächsten Mal und bis zu
Ja, mehrere hungrigen Drachen. Palain, der sich auch schon drauf freut, die Eier zu schaukeln. Genau. Ja, wir werden sie jetzt noch ein bisschen kraulen bis zum nächsten Mal und dann sagen wir Schall und macht's gut. Wir haben Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.